Und wie war der Sex mit mir? Ah, geht. Ich muss die ganze Arbeit übernehmen. Was geht ab, meine Freunde? Guten Morgen oder bei euch, wie auch immer. Guten Mittag, guten Abend. Wir haben es jetzt. Ups, ja, super Kamera-Skills. 10 vor 12. Und gehen Ja. jetzt gleich futtern. Ich bin seit 1,5 Stunden wach. Oski seit 50 Minuten, genau. Und ja, das Wetter ist hier, wie ihr gerade eben gesehen habt, super in Berlin. Es regnet, glaube ich, den ganzen Tag. Ist auf jeden Fall angesagt. Unser Plan ist jetzt um 12 Uhr ins Petrocelli an dich zu gehen, wo ich gestern ja hin wollte. Endlich mal richtig frühstücken. Dann wollten wir ins Training. Irgendeinen McFit raussuchen oder FitX, eigentlich egal. Und ja, dann nochmal die Shepherd-Schale, glaube ich, uns reinhauen nach dem Training. Und Ja, dann losfahren. genau. Und Ja, wir können hier eigentlich überall trainieren. McFit, High Five, FitX. ja. Das ist schon geil. Und das nur für 30, 35 Euro? Ja, 20 plus, ja, 5 plus 35 Euro. Die 25 McFit haben die in Berlin. 25. Wie viele FitX? Ich glaube 5 oder 6 oder so, ne? Ja, irgendwie so. Ja, Das ist krass. Hammer strange. Hat gerade gepasst, easy, war nicht geplant. Auf jeden Fall, warte, was habe ich letztens gesehen? Und die haben hier 12 Saturn. Das haben wir gestern gesehen, das Schild. Bei uns in Hamburg gibt es nur einen Saturn, ne? Ja. Ja, und die haben mir Nee, einfach mal. nee. Doch, es gibt schon in Portenbüttel noch einen. Stimmt, hast du recht, ja, und Portenbüttel. Zwei, oder gibt AIZ. es noch? Nee, nicht, dass ich wüsste. Ich kann auch nur den sehen. Okay. Zwei und hier 12. Ja, man merkt, Berlin ist eine sehr große Stadt. Ich glaube, der Laden war eine gute Empfehlung, Boah, richtig krass. So ein heftiges Frühstück. Ich habe noch nichts gegessen, aber hatte ich lange nicht mehr. Hast du echt gut empfohlen, ja. Also man muss dazu sagen, es ist nicht mehr da wo vorher. Du hast ja gesagt, Ja, Kurfürstendamm, das ist quasi Kurfürstendamm 36 um die Ecke. Rechts, Kaffee. Grande Café Cappuccino. Ja, so es heißt anders, weil Ja. anscheinend war das Frühstück so beliebt, dass die nochmal einen eigenen Laden dafür aufgemacht Ja, haben. das ist Das echt ist strange. jetzt schon empfehlenswert. Coole Atmosphäre, geiles Essen, schöne Menschen. Schöne Menschen. Sexy Menschen. Sexy, sehr sexy Menschen. Wir lassen es uns gut gehen. Sexy. Leute, wir müssen euch was beichten. Das sagst du jetzt. Das ist deine Idee. Okay, es geht auf meine Kappe. Das zweite Mal. Every day is rest Every day day. is rest day. Ja, wir haben jetzt gerade beim Essen überlegt. Wir haben es jetzt 14 Uhr. Wir müssen jetzt verdauen. Wir haben richtig, ihr habt gesehen, die Platte war enorm groß. Wir haben richtig viel gegessen. Um 15 Uhr wären wir dann frühestens beim Sport in einer Stunde. 1,5 Stunden Training, dort duschen. Dann wären es so 17 Uhr Und dann round. wollen wir noch essen. Dann noch essen, dann wäre so 18 und dann würden wir so 19 Uhr losfahren. Dann nochmal 20, 21, 22, wären wir so um 10 erst, 10 bis 11 erst in Hamburg. Ja, wir hatten eigentlich auch noch in Hamburg was vor. Ja. Deswegen Ja, fahren deswegen. wir direkt los. Ja, wir denken, dass wir direkt losfahren. Die Shepherd-Schale leider nicht mehr. Leider, leider, leider. Die wollte ich ja unbedingt die ganze Zeit probieren. Ja. Aber ich denke, dass Lohnt wir. sich auch, aber machen wir dann nächstes Mal, wenn wir Denke, hier ja, sind. ich denke, ich krieg mich nochmal eingezeckt bei Oskar. Auf jeden Fall. Und ja, also fahren wir jetzt direkt los. Oskar ist tierisch kalt, deshalb sitzt er in der Jacke. Ja, noch ist es kalt, aber. Und ja, that's it. Was geht ab? Hi, hi. Was geht ab, YouTube? Was geht ab, YouTube? Und welcome back in Hamburg City. Wir sind jetzt wieder angekommen, aber jetzt nicht gerade jetzt, sondern schon vor fast Zwei Stunden. genau vor 2 Stunden. Ging relativ flott. Es hat Und hardcore unsere geregnet. Videos sind online. Ja, genau. Checkt sie ab, wenn ihr dieses Video seht. Es war halt ein bisschen aus Naja. Berlin und die Fahrt und so und Das einmal Training. finde ich sehr hilfreich, dass du ihnen das erzählst, weil die es Ach so. bestimmt noch nicht wissen. Spoiler! Ja.
Auf jeden Fall ist dieser Tag nicht wirklich spannend gewesen. Eigentlich allein dieser ganze Vlog wollte ich schon sagen. Bulk-Vlog. Dieser, das ist auch ein guter, ne? Dieser Vlog. Ne, Vlog. Ja, Vlog. Ja, ja, Vlog, aber Vlog. Vlog heißt ja schon was anderes. Stimmt, scheiße. Verkackt. Toll, und ich dachte. Neuer Name. Genau, ne? Revolution. Da dann, das wäre der Titel nämlich kürzer, dann könntest du mal schreiben. Ja, auf jeden Fall gab es heute echt nichts Spannendes mehr. Wir haben jetzt noch ein bisschen bei mir rumgechillt. Oski hat sein Video hochgeladen, ich habe mein Video auch hochgeladen, den ersten Teil. Habe ich schon gesagt. Ach, hast du schon gesagt? Sorry, ich wiederhole mich. Und wir haben uns entschieden. Ja, du müsstest eigentlich geradeaus. Echt? Ein geradeaus durch. Das ist doch schon Friedrich Silbert da. Ja, aber. Das ist doch das Kino. Ich dachte, wo Wandsbek, hast du gesagt? Die. UCI Friedrich Ebert. UCI Wandsbek. Das heißt nicht mehr Smart City, das heißt Wandsbek. Ja, ach, das ist Cinemax. Ja. Oh. UCI Kinowelt Wandsbek. Sorry, du Model. Ja, das stimmt sogar noch. Mein Modelblick. Ja. Ja, okay. Auf jeden Fall. Hab ich's jetzt verraten. Wir fahren ins Kino. Genau, wir fahren ins Kino, weil uns der Film gestern so, oder die Geschichte hinter Steve Jobs in unserem Gesprächen gestern so motiviert hat, hat Oscar vorgeschlagen, warum gehen wir eigentlich nicht ins Kino? Sehr interessante Person. Das Buch ist sehr empfehlenswert auch. Ich habe es zwar nicht gelesen, aber du hörst es dir an. Ja. Ich habe es mir nämlich runtergeladen. Ein 26 Stunden Hörbuch von Steve Jobs. 26 Stunden, das ist schon echt heftig. Ja, wenig viel Gelaber, wenig Sinn. Wir sehen uns gleich. Heftiger Trick, ne? Oh, ich hab was verloren. Das schneidest du raus, du Penner. Zeig dein Arsch. Ja. Ja, hier geht das ganze Fett hin. Nach diesem Wochenende gibt es jetzt nochmal die krasse Krönung zum Thema ich esse keine Weizen. Ich muss es auch nochmal erwähnen, damit ihr mich alle hatet. Was, wieso ist doch Mais? Hier, Chips sind aus Kartoffeln, Jalapenos, Gemüse. Käsesoße ist aus geschmolzenem Käse einfach, schon ohne Zuckerzusatz oder Geschmacksverstärker. Definitiv. Und wir haben halt, das steht, Cola Light steht da nur drauf, das ist eigentlich normale Cola. Ja, okay, jetzt brauchst du die nicht zu verarschen. Wir haben Wasser. Ja, wir haben tatsächlich Wasser. Hier der Beweis, wir haben echt zweimal Wasser. Ey, die Leute glauben das halt echt nicht. Sieht man das? Ja. Du hast das den Deckel kaputt gemacht. Toll. Oh. Da fährst du die großen Matschus. Ah ne, der meinte es. Ist genau das Gleiche. So, oh. Ja. Tschüss. Kino ist durch. Ich fühle mich super fett, weil ich extrem viel Popcorn und Chips gegessen habe. Echt, ey. Nachos mit Käsesoße, so, habt ihr gesehen? Oh Mann, das ist so heute. Ja, und ich habe auch voll die Blähungen, die noch nicht draußen sind. Die kommen noch, wenn du gleich zu Hause bist. Die haben mich beherrscht. Ja, wir fahren jetzt. Kino ist echt räudig. Deswegen. Echt? Nee, aber es ist so nicht gut für den Magen, ey. Das muss man einfach sagen. Also scheiße. Wir haben heute über den Tag echt wenig gegessen. Ich bereue es nicht, weil ich gestern echt dirty gegessen habe und ich meinen Körper und meine Verdauung, obwohl ich jetzt wieder Bullshit gegessen habe, das widerspricht sich alles so ja, krass. Ja, nee. Durchgehenden Bullshit, ja. Es war trotzdem ein schönes Wochenende. Ja, es war trotzdem scheiß Fraß. Ja, trotzdem scheiß Fraß. War es gesund, gesund für den Kopf, ja, denke ich. Auch wenn wir nicht feiern waren. Und vielleicht an die den Film gucken wollen, so für Apple Freaks ist sehr gut. Aber wir finden, da hätte man mehr draus machen können über so einen krassen Typen. War halt nicht so viel dabei, was er erlebt hat und so. Spiegel. Stell dich einfach dahin. Ja. Aber so stellenweise war er echt gut, so Einzelheiten finde ich. Ja, der war halt mehr, das meinte ich auch zu Oscar schon, weil ich den auch den Film mit Ashton Kutcher gesehen habe, der glaube ich letztes oder vorletztes Jahr rausgekommen ist. Der war, dieser Film war mehr persönlich bezogen und weniger halt ja, auf Apple im Allgemeinen, sondern nur auf die Person. Naja, aber kann man sich mal so angucken, ja, wenn man so Apple feiert oder halt so Biografien und so. Genau. Da war nicht so viel Action. Ja, könnt ihr selber vielleicht sehen oder auch nicht. Ich gehe jetzt nach Hause. Hat Spaß gemacht mit dir das Wochenende und mit euch allen anderen, die in Berlin dabei waren und natürlich mit
den Zuschauern auch. Danke, dass du für meine Kamera sprichst. Das ist mein Outro, mein Abschluss quasi. Bestes Outro. Ja, war echt eine geile Zeit. Leider habt ihr nicht sehr viel Persönliches mitbekommen, weil wir irgendwie die Kamera genau dann aus hatten, als eigentlich als die Gespräche eigentlich anfingen. So die wirklich intensiven, interessanten, aber ich glaube, da kommt noch mehr auf uns zu. Ja, man muss sich mal was einfallen lassen, weil vor der Kamera sind meistens echt so Standardgespräche. Ja, immer dieses, yo, was geht, ich war gerade da und da und ja, hier genau, und hier. Ja, genau, ich habe gegessen, genau, ich habe hab trainiert und nie irgendwas, ja, das Persönliche fehlt da ein bisschen letzter Zeit, habe ich das Gefühl. Jetzt müssen wir uns einen Kameramann holen. Ja. Na, mal schauen. Gut, meine Freunde, dann nochmal das letzte Wort. Ich freue mich, dass ihr eingeschaltet habt. Danke für die Motivation und die starken Worte, die wir immer unter den Kommentaren bekommen. Nochmal zum 100. Mal habe ich mit Oskar gerade drüber gesprochen. Es flasht ein Extrem. Und ja, der Wagen geht schon von alleine los, weil ich losfahren soll. Danke fürs Einschalten und bis bald.